So, jetzt soll die gegebene Schaltung mit einer Ersatzstromquelle gelöst werden. Eine Ersatzstromquelle erhält man dadurch, dass man wieder den Lastwiderstand entfernt und die verbleibende Schaltung umbaut in eine Ersatzstromquelle, die aus einer idealen Stromquelle und einem Innenwiderstand besteht. Die ideale Stromquelle liefert den Strom I0 und wenn die Schaltung belastet wird, dann teilt sich der Strom I0 auf, einmal in den Strom durch den Innenwiderstand und einmal in den Strom durch den Lastwiderstand. Um den Strom I0 zu bestimmen, kann man die Ersatzstromquelle kurz schließen, weil dann wird dieser Innenwiderstand kurz geschlossen und es fließt am Ausgang der Strom I0. Um diesen Strom I0 jetzt zu bestimmen, machen wir genau das gleiche hier in der realen Schaltung. Das heißt, wir schließen auch hier den Ausgang kurz und machen dann einen Maschenumlauf, einmal U5 minus U4 plus U3 plus I0 mal R. Also U5 minus U4 plus U3 plus R mal I0. Das ist gleich 0. Wenn man diese Gleichung umformt, dann kommt man auf die Gleichung I0 gleich U4 minus U5 minus U3 minus R. Und das ergibt, wenn man die Zahlenwerte eingibt, minus 130 mA. Damit haben wir also schon die Stromstärke I0 bestimmt. Nun müssen wir als nächstes noch den Innenwiderstand bestimmen. Wir schauen wieder von rechts in die Schaltung und sehen nur den Innenwiderstand. Eine ideale Stromquelle hat einen unendlich hohen Innenwiderstand. Das heißt, dort kann man letztendlich die Stromquelle weglassen und sieht nur noch den Innenwiderstand. Und das gleiche machen wir auch dann in der realen Schaltung. Das heißt, wir gucken von rechts in die Schaltung, schließen alle Spannungsquellen kurz und schauen mal, welchen Widerstand wir dort sehen. Wenn wir hier einen Kurzschluss haben, dann fällt der linke Teil weg und wir sehen nur noch den Widerstand R. Also der Innenwiderstand, den wir sehen, ist der Widerstandswert R. Und in der Aufgabenstellung war dort ein Wert mit 100 Ohm gegeben. Gut, dann können wir als nächstes, um jetzt die Aufgabe zu lösen, wieder unseren Lastwiderstand dort anschließen. Wir kennen unsere Stromstärke I0 und wir kennen unseren Innenwiderstand RI, den wir gerade berechnet haben mit 100 Ohm. Unser Lastwiderstand war auch 100 Ohm, sodass sich der Strom I0 gleichmäßig auf beide Widerstände aufteilt. Das heißt, der Laststrom IL ist gleich 1/2 I0 und mit dem Wert minus 130 mA ergibt sich dann ein Wert für IL gleich minus 65 mA.